Herr Krause, was sind denn Ihre bevorzugten Kommunikationskanäle? Sind klassische Medien passé? Klassische Medien sind nicht passé, ganz im Gegenteil. Klassische Medien stellen für uns immer noch die zentrale Mediengruppe dar. Wir spüren einfach in dem Feedback, in dem, was uns zurückgespult werden, worüber informieren sich unsere Kunden, unsere Zielgruppen. Und da stehen klassische Medien immer noch ganz oben. Gleichwohl gibt es eben durch die Digitalisierung, durch Social Media gewisse Themen, die sind dort interessant. Dort gibt es ja gewisse Zielgruppen, die sich dort bewegen, also vor allen Dingen jüngere Bürger, digital affine Bürger, die auch ganz spezielle Anforderungen haben an Versicherungen, denen wir auch entsprechende Versicherungsprodukte bieten. Und da ist es entscheidend eben zu schauen, ja, welche Zielgruppe ist wo unterwegs, interessiert sich wofür, welches Thema kann man entsprechend über welchen Kanal an welche Zielgruppe spielen. Mhm. Muss sich denn die Arbeit der Kommunikationsprofis von Versichern direkt an Vertriebserfolgen messen lassen? Sicherlich, und das ist ganz klar, muss Kommunikation in irgendeiner Weise wertschöpfend sein. Kommunikation ist kein Selbstzweck, sondern erfüllt ein höheres Zweck. Vertrieb alleine zu sehen ist, oder Vertrieb kann allerdings nicht alleine gesehen werden, da Kommunikation ja auch auf andere Faktoren einwirkt. Da geht es sehr stark um das Thema Image, es geht sehr stark um das Thema Marke, um das Thema Reputation. Letzten Endes ist, denke ich, die Summe der Kommunikationserfolge entscheidend darüber, wie Kommunikation dem Unternehmen nützt. Welche Kennzahlen sind denn für Sie da als erfolgsrelevant zu sehen? Wie schon gesagt, ist es ein ganzes Bündel an Erfolgskennzahlen, die man gemeinsam betrachten muss. Da geht man aus von klassischen Erfolgskennzahlen in der Kommunikation, wie beispielsweise Auflage, Page Visits. Da geht es aber natürlich auch darüber, über den Meinungstenor und tatsächlich um komplexere Kennzahlen, wie beispielsweise Share of Voice. Wie ist man wahrgenommen worden als Versicherer im Vergleich zu anderen Versicherern und wie hat tatsächlich letzten Endes auch die Kommunikation, das Image oder die Einstellung des Kunden gegenüber der Versicherungsgesellschaft selbst beeinflusst. Mhm. Welche Strategie verfolgen Sie denn in schwierigen Zeiten? Stichwort Krisenpläne. Krisenkommunikation sind sicherlich für Versicherer ganz entscheidend. Entsprechend wichtig ist es auch, dass wir als Versicherer selbst entsprechende Krisenpläne erarbeitet haben, in denen sehr genau festgelegt ist, wer muss bei welchem Thema wann wie informiert werden, wer muss eingebunden werden. In den allermeisten Fällen ist es eben so, dass in diesen Kommunikationsstrategien viele Abteilungen im Krisenfall selbst zusammenarbeiten. Das ist Produkt, das ist Recht, das ist Vertrieb. Kommunikation hat da mehr in dem Moment so eine vermittelnde Rolle und zum Ende eben die Aufgabe, die Inhalte, die Ergebnisse der Krisenkommunikation, wie vorhin angesprochen, entsprechend verständlich an die entsprechenden Zielgruppen zu geben. Zum Schluss die Frage, Herr Krause, Versicherer gelten ja auch mit ihrem Thema, mit ihrem Geschäftsverhalten als trockene Branche. Hm. Wie lässt sich das denn aufbrechen, um ein sozusagen bunteres Bild bei den Kunden, ja, ein freundlicheres, empathischeres Bild bei den Kunden zu generieren? Wo sind da Ansatzpunkte? Ich denke, da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Ein Ansatzpunkt ist sicherlich zu sagen, dass man diese Themen über Personen transportiert, dass man sich tatsächlich konkrete Beispiele ausnimmt von versicherten Personen, beispielsweise auch, dass man sich Beispiele nimmt über Randthemen, dass man also einfach versucht, mehr Unterhaltung reinzubringen, also das Thema selbst unterhaltender zu machen. Der andere Ansatzpunkt ist sicherlich der, auch Kommunikation an sich oder die Inhalte der Kommunikation unterhaltender darzustellen. Also dass man weggeht von der sehr schriftlichen Kommunikation in Videokommunikation, in Grafiken, in Bilder, dass man dieses bunte Spektrum einfach nutzt, gemeinsam zusammenbindet und am Ende dort, ja,
eine integrierte, sehr vielfältige Kommunikation am Ende aufweist. Herr Krause, ich danke für das Gespräch.